Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beginnen unsere Vorbereitung auf Weihnachten. Der Adventskranz ist ein Zeichen dafür. Mich erinnert dieser runde Kranz daran, dass Gott ein ewiger Gott ist, dass er kein Anfang und kein Ende hat. Die Kerzen des Adventskranzes erinnern mich daran, dass Jesus das Licht ist. In der Zeit des Advents nimmt dieses Licht zu. Im Johannesevangelium spricht Christus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir beten, wir loben und preisen Gott, unseren Schöpfer. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und der Quell des Lebens. Wir loben dich, wir preisen dich. In deinem Sohn schenkst du uns Licht und Leben. Wir loben dich, wir preisen dich. Dein Geist erleuchtet unsere Herzen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wir loben dich, wir preisen dich. Wir danken dir, Herr unser Gott. Du schenkst uns die Freude des Advents. Voll Hoffnung und Zuversicht erwarten wir das Fest der Geburt deines Sohnes Jesus Christus. Segne diesen Kranz, um den wir uns in den Tagen des Advents versammeln. Segne die Kerzen. Sie erinnern uns an Jesus, der allen Menschen Licht sein will. Und wie das Licht der Kerzen immer heller wird, so lass uns immer mehr dich und die Nächsten lieben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit.